Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wenn ich den jetzt schlage, dann steht er doch auf, oder? Pick up Peeper. Okay, pass auf, ich mach das mal eben schnell so. Ich sammle die Fische hier einfach mal auf, die hier so rumliegen. Und koche sie dann in meiner Basis. Dann habe ich auf jeden Fall was zu essen. Dieses Geräusch, was war das denn? Mercury, Bloodcap, okay. Ach, den nehme ich noch mit. Die koche ich mir dann mal eben schnell. Unten, weil wenn ich die jetzt freilasse, dann muss ich ihn wieder nur hinterherjagen. Und da habe ich auch nicht so richtig was mit gewonnen. Wozu ist meine. Da ist meine Basis. Oh, komm. So, Energie passt. Ich mache das mal eben zu Fuß. Immer wenn ich um die Ecke hier gucke, ne? Ach, Inventory Secure. Deshalb habe ich die Lade, die Ruckler, denke ich mir. Ich habe doch hier noch Salz, oder? 1, 2, 3, 3 Salz. Dann machen wir doch ein paar Cured davon. Dann habe ich noch für unterwegs ein bisschen Essen. Und den Rest koche ich einfach nur. Und den mache ich auch cured. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Die sind gekocht. Prima. Dann haben wir hier cured. Dann haben wir die Fibers. Die möchte ich nicht hergeben. Und ich packe das Quarz mal eben weg. Ich packe eine Power Cell weg. Und die eine Batterie packe ich, glaube ich, auch weg. Damit ich ein paar Sachen aufnehmen kann. Den Airbladder werde ich auch nicht unbedingt brauchen, denke ich. Ja, den lasse ich auch mal hier. Und dann geht es jetzt mal auf die Reise. So, wie von 48%. Ach nee, der hat gar keinen Sonar. Der zeigt mir die Map jetzt... Ah! Der zeigt mir einen groben Umriss der Map jetzt direkt oben drüber an. Das ist was anderes als dieses Sonar. Ist aber ganz geil auch. Guck mal. Das ist nett. Das ist richtig cool gemacht. Das ist mal praktisch. Dann benutzt man den vielleicht auch wieder öfter. Wird sich dann zeigen. So. Wenn mich nicht alles täuscht, geht es irgendwo in diese Richtung zu diesen Höhlen. Ich will mal gucken, ob da die großen Krabben drin sind. Ja, ich sehe selber gerade nichts mehr. So, jetzt... Sollten sich die Lags aber hoffentlich langsam legen, je mehr ich mich von der Basis entferne. Ich muss hier irgendwie durch dieses grüne Biom. Dann wechselt das Biom, glaube ich, gleich. Und dann muss ich hier auf der linken Seite irgendwo eine Höhle finden mit genau. Irgendwo geht es hier runter, glaube ich. Das ist jetzt ja auch nur aus der Erinnerung. Ist ein bisschen sehr milchig gerade. Gucken, ob ich das wiederfinde. Ui, ich bin gerade nicht so zuversichtlich, dass ich den Eingang finde. Ah, doch, da vielleicht. Nee, das ist er nicht, oder? Na, das ist nur eine Schlucht. Aua. Ich glaube, hier bin ich zu weit. Krass. Diese Schlucht hatte ich noch nie gesehen, glaube ich. Ja.
Irgendwo wird es doch hier weitergehen. Okay, ist auf alle Fälle sehr nett hier unten. Ja, ja, ich weiß, ich schrotte sie noch komplett. Die muss ich auch gleich nochmal schmeißen. Ich glaube, ich bin zu weit gefahren. Wir gehen mal ein bisschen zurück wieder. Zu unserer Basis. Und ich mache hier nochmal ein bisschen mit dem Sonar rum. Das wird sich ja finden lassen, der Eingang. Mit dem Sonar. Sollte das kein riesiges Problem sein. Die Richtung ist schon nicht so falsch gewesen. Meine ich. Ich muss mal eben aussteigen und schweißen. Das geht nicht anders. Sonst ist hier gleich Land unter. Der Welder braucht langsam mal eine neue Batterie. Ah, gut, ein paar Mal können wir damit noch schweißen. So, ich darf jetzt nicht so viel bummeln. Weil sonst brauche ich jetzt gleich schon wieder neuen Strom. Ich versuche jetzt mal in die Richtung. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich gehe erstmal durch das komplette Grüne durch. Ich glaube, das wird dahinter irgendwo sein. So weit weg war die Höhle nicht. Ihr wisst, welche ich meine, ne? Die mit diesen... Ah, guck mal, da. Das könnte so ein Höhleneingang sein. Genau. Hier meine ich. Ah, ein Hai. Na toll. Ich weiß nicht, ob jetzt hier die Krabben, diese Riesenkrabben waren. Das ist doch auch neu hier mit diesen... So viele Vulkane gab es doch hier noch nicht. Was bewirft mich denn hier? Oh, kleines übles Ding, du. Hallo? Ist ja gut. Boah, ist der aggressiv. Die würde ich ja gerne mal irgendwas um die Ohren. Unglaublich. Boah, sind hier viele Haie. Okay, hier ist richtig feindliches Gebiet jetzt. Aha, waren die Krabben doch hier nicht? Also ich glaube schon, wenn irgendwo eine Krabbe ist, dann will ich die noch früh genug sehen. Boah, es ist ja lebensgefährlich mittlerweile hier auszusteigen, was? Boah, ist das übel. Ich würde ja gerne mal... Gewonnen. Jetzt macht ihr erstmal nichts mehr, ne? Ich habe nur so ein Foto gesehen von einem riesigen Schlund einer Krabbe. Deshalb dachte ich, die wären hier unten drin, weil das auch sehr lila und pink war, die Krabbe. Wir haben aber keine Ahnung, wo die wirklich sind. Da habe ich keine Idee. Aussteigen möchte ich offen gestanden hier gerade auch nicht. Ich nutze mal das Sonar und nehme mal den Hinterausgang. Vielleicht ist hier doch noch eine Krabben-Dings-Geschichte drin. Ich glaube, wenn ich mich immer rechts halte, komme ich automatisch zum Ausgang, oder? War das nicht so? Hier oben sieht es so aus, als würde es rausgehen, ja. Genau. Okay, in dem Fall hat mich meine Erinnerung doch mal nicht getäuscht. Wow. Schön rausgekommen. Keine Ahnung, wo die Krabbe ist. Aber ich denke mir mal, die werde ich noch früh genug sehen.
Wie voll ist jetzt mein Inventar? Geht so. Welcome aboard, Captain. Dann würde ich sagen, Glasbasis, Bloodkelp. Dann fahre ich jetzt nochmal zum Bloodkelp hin. Nee, mache ich nicht. Das ist Blödsinn, weil wir kommen gar nicht so tief. Ich hole mir mal eben aus meiner Glasbasis dieses Upgrade-Dingens-Kirchen, dass ich tiefer tauchen kann. Das mache ich mal eben. Und dann fahren wir zum Bloodkelp und können auch tiefer tauchen. Und uns dann da auch etwas besser und länger aufhalten. Diese Krabbe ja auch da. Also wenn jemand sachdienliche Hinweise hat, wo wir diese neue Crab Snake oder wie sie heißt finden, mal her damit. Dann suche ich die natürlich mal auf. Ansonsten gucke ich selber mal ins Wiki. Vielleicht steht da ja schon was drin. Die möchte ich natürlich gerne mal zeigen. Ist doch weiter weg, als man denkt, ne? Es ist doch weiter weg, als man denkt. Die Karte ist richtig groß geworden. Ach, das ist nur ein Vulkan. Ich wollte gerade meinen Sonar anschmeißen. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwas Neues, Interessantes. Wobei ich auch jetzt nicht jeden Abhang hier kenne. Das ist doch sehr lang, sehr weit weg. Was mir jetzt gefallen würde, ist mal so ein Tempo-Upgrade. Das wäre nicht schlecht mittlerweile. Wenn die Map größer wird, könnte das hilfreich sein. Obwohl, das ist ja auch nur meiner wilden Fantasie. So lange ist der Weg ja gar nicht. Meiner wilden Fantasie entsprungen, dass ich wieder das Gefühl habe, ah, pass auf, wenn du jetzt nicht schneidest, dann spulen sie alle vor und waren wahrscheinlich auch die Hälfte. Gehe ich von aus. Aber dieses permanente Schneiden ist halt einfach nicht meine Art. Das passt nicht so richtig zu mir. Da habe ich gar keine große Lust zu. Und das ist ja hier auch nicht unbedingt ein Actionspiel. Das muss man ja auch mal sagen. So, ich räume gerade mal eben ein paar Sachen in Kisten hier. Was haben wir denn hier? Die Synthetic Fibers. Packe ich da einfach mal mit rein. Die Sea Light lasse ich auch mal hier. Dann kann ich mehr Platz, mehr Sachen aufnehmen. Ja. Hat sich hier eigentlich schon was getan mit dem Wasser? Gucke ich mal eben ganz kurz. Es könnte sein, dass wir da jetzt eine neue Wasserflasche reinpacken müssen. Also, oder die ging nicht mehr. Mal gucken, ob sie denn jetzt wieder funktionieren. Sie sollten ja irgendetwas produzieren. Nee, das kommt mir komisch vor. Warum funktioniert das hier nicht? Ich weiß es gar nicht. Warum funktioniert das denn nicht? Das finde ich irgendwie sehr schade. Ich kann sie auch nochmal abbauen. Ja, hier ist schön warm, ne? 49 Grad, da kommt man schon in Schwitzen in der eigenen Basis. So, meine Module müssten hier drin liegen. Wir brauchen davon noch eins. Und wir nehmen noch sicherheitshalber ein zweites mit. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal das Sonar raus. Genau. Und los geht's. Nein. Hallo? Ich will einsteigen. Danke. So, jetzt geht's los. Welcome aboard, Captain. Boah, Junge. Lavabiom Bloodkelp. Gut. Gucken wir mal. Dieses Perimeter-Defense-System behalte ich lieber. Und ganz wichtig finde ich, ist das Upgrade mit dem Solar. Das ist unheimlich praktisch. Da muss ich nicht ständig Batterien farmen. Was mir das schon gespart hat, ist unglaublich. Oh, sieht so aus, als wäre der Bloodkelp hier. Wenn da nicht nochmal ein Biomwechsel stattfindet, müsste Bloodkelp hier gleich vor der Tür sein.
Aua, das ist ja auch interessant. Na, guck mal, da vorne ist meine andere Basis schon. Man sieht die Laser. In der, das ist jetzt die stabile Version übrigens, die Spiele, ne? In der experimentellen Version ist auch schon das neue Wasser drin. Aber noch mit solchen Problemen, dass wenn man nicht direkt vor irgendwelchen Fensterscheiben steht, sind die wohl pechschwarz. Da hatte Blutengel, vielen Dank übrigens nochmal für deine vielen Fotos, die du mir immer postest und Kommentare. Der hält mich nämlich eigentlich immer auf den Laufenden. Ne? Ich freue mich natürlich aber auch über die anderen Kommentare, dass sie sich jetzt nicht so blöd anhören. Aber das ist schön, bevor ich da großartig in irgendwelchen Foren suchen muss, ist schon komfortabel. Ich muss nur meine eigenen Kommentare gucken und da steht es dann schon drin. Das ist immer wieder schön. Okay, wir hatten jetzt doch nochmal Biomwechsel, aber da vorne wird das Blattkelb sein. Vielleicht geht es ja auch hier schon runter. Nee. Das sind ordinäre, ja, diese anderen Viecher. Hier geht's runter. Schön. Dann wollen wir doch mal. Ja, guck mal, hier da unten öffnet er sich gleich, der Blattkelb. Ups, das war schwierig. Was treibt denn da unten für ein rotes? Moment. Ist das, etwas, was ich einsammeln kann? Oder ist das ein Ei? Nee, das ist nee, ganz normal, dieses Blood Oil. Nimm mal das doch mal mit. 3. So, jetzt habe ich 4, ne? 8 Stück brauche ich wieder. Ich möchte nicht jeden Baum irgendwie... wann da? 3, 4. Habe ich jetzt 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt doch. Mehr brauche ich doch erstmal nicht. Das sieht so schick aus. Ah, Moment. War hier nicht der... Da ist er doch irgendwo, oder? Das ist er. Das ist der neue Fisch. Der eine ähnliche Optik hat. Aber das sind mit Skelett hier. Cool. Komm, euch hätte ich ganz gerne mal etwas näher gesehen. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, du bist prominent, du kriegst ein Foto von mir. So. Ach komm, lass dich doch aufnehmen, Junge. Nicht so schüchtern. Ich muss auch noch F12 drücken, Mensch. Schlimm. Schwierig. Hallo. Oh. Ihr seid doch viel zu klein auf die Art und Weise. Jetzt komm mal her. Ah. Hätte ich mal die Repulsion-Kanne mitgenommen. Hätte ich mal die Repulsion-Kanne mitgenommen. Ich will mich jetzt hier noch weiter umgucken, aber wir gehen mal tiefer. Hier oben waren wir ja auch schon. Jetzt, wo wir tiefer gehen können, guck mal, hier liegt noch sowas rum. Ist doch mal wieder so eine Art Höhle. Und es ging doch noch tiefer. Ich bin doch jetzt erst bei 370 Metern. So tief bin ich ja auch schon gewesen. Das sieht richtig cool aus. Und ein bisschen unheimlich, finde ich. Ein bisschen unheimlich. Ich würde ganz gerne das ganze Quarz mal mitnehmen, was hier rumliegt. Das ist ja Verschwendung. Das ist ja wirklich Verschwendung, das Quarz hier. So, und wenn ich jetzt nochmal was esse und was trinke. Ah, schöne Musik. Dann bin ich mal ruhig jetzt.
So, da bin ich wieder. Also ich fahre nie weg. Ich finde die Musik gerade nur so toll. Welcome aboard, Captain. Gucken wir hier mal rein. Das passte so schön mit der Musik eben. Man muss ja auch nicht immer was sagen. Ja, und diese neuen Krabben haben wir auch gesehen, aber das, was ich gesehen habe in Screenshot, war irgendwie so ein riesiges Viech. Du siehst ja auch interessant aus. Wer denkt sich solche Pflanzen aus? Gut, die Natur, aber... Naja, oder die Entwickler in dem Fall. Stimmt wohl beides. Wow, krass. Okay, hier geht's runter. Caution. Passing safe depth. Wow, da ist noch so ein Aal. Geil. Okay, ich werde mich an dieser Stelle verabschieden. Wir erforschen hier weiter die Tiefen. Schaltet beim nächsten Mal ein. Ich würde mich freuen. Und also ich werde jetzt hier unten nochmal ein bisschen durch die Gegend gucken. Definitiv. Wer weiß, was es hier noch zu sehen gibt. Auch wenn das dann dreimal Blood Cape hintereinander ist. Aber hey, es ist neu. Also können wir uns auch angucken. So sehe ich das jedenfalls. Gut, bis dann. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich freuen. Tschüss.